Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Weiter geht's mit Dino Randale, aber diesmal rückwärts. Hier gibt's tatsächlich auch eine Sache zum Finden, denn uns hat dieser Quest-Typ einfach direkt angesprochen in der letzten Folge, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Deshalb werde ich mal gucken, ob ich das mit diesem Run, sage ich mal, mit reinnehme. Aber ich glaube eher nicht, weil ich glaube, das wäre sonst ein wenig zu verwirrend für mich. So, weil wir wollen ja jetzt uns darauf konzentrieren, alle drei zu finden, ne? Das sollte jetzt unser Ziel sein und ich habe schon sehr viel Zeit verloren. Du. So. Okay, ja, die Stelle kenne ich noch. So. Und es ist ja bei jeder einzelnen Folge von Yoshi's Crafted World so, dass ich jede Folge irgendwie gefühlt 2 Monate nach der anderen mache. Aber heute soll es anders sein. Heute habe ich vor und morgen. Also es ist so gesehen das ganze Wochenende hier für mich, sehr viel voraufzunehmen. Und ja, ich konzentriere mich jetzt nicht mehr auf die Hintergrundsänger jetzt gerade, weil ich will jetzt nur noch die Butchies. Und ich höre keinen die ganze Zeit. So, was ich sagen wollte, ist, dass ich das ganze Wochenende lang voll viel und cool Yoshi spiele. Damit wir voll viel Yoshi haben, so. Wisst ihr, was ich meine? Und da unten ist einer. Und ich kann das so nicht kaputt machen? Oh nein! Hab ich's verkackt? Ich hab's verkackt. Ich bin einfach stuck. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube, ich war einfach jetzt gefangen da drin. Das ist nicht gut. Softlocks sind nicht cool, Entwickler, okay? Softlocks sind nicht cool. So, Grüße gehen raus an Max, der gerade Fire Emblem Three Houses spielt. Der Suchti. So, so, jetzt mal ein wenig ernster bleiben hier. Wir wollen nämlich jetzt, warte, wie viel Zeit haben wir? Wir haben, wo steht denn das da? 2,5 Minuten Zeit, das ist sehr wenig. Aber gut, wir sind ja auch mittlerweile ein wenig spät in dem Spiel drin, ne? Allerdings kann man diesen Ort schon viel, viel früher erreichen. Ich habe mich ja für den ganz unten entschieden und jetzt sind wir in dem, ganz oben. Okay, warte, den nehme ich mal mit, weil der wird ja nicht in meinem Mund explodieren, glaube ich. So, und ich weiß ja jetzt, wo der erste ist. Es müsste der erste sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich denke schon, dass es der erste ist. Hier unten. Bam, bam, bam. Und das hat nicht gereicht. Heißt, wir brauchen Bomben. Oh Gott. In der Luft, in der Luft. Nice. So, und bevor der explodiert, einfach hier. Aua. Es hat wehgetan, aber es hat geklappt. Wir kriegen unseren Pucci. Und dann Booty Bap. Jojo. Okay. Aua, das hat wehgetan. Da im Hintergrund ist der nächste. Die Schwierigkeit ist nur, dass hier so ein Irrer uns die ganze Zeit verfolgt und dass er sich überall und nirgendwohin versteckt. Jetzt. Nice. Okay, wir haben nur noch 1 Minute Zeit, das Level zu beschaffen und den letzten Pucci zu bekommen. Und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Okay, da macht's einfach kaputt und ja, okay. Nehmen wir den mal. Kann man den überhaupt nehmen hier? Ja, den kann man nehmen. Okay. Verdammt. Ich verliere mein Kostüm gleich. Oh Gott, nein. Oh Gott, die Zeit, die rennt mir so hinterher. Ich achte mal kurz ein wenig auf die Sounds. Halbe Minute noch. Yoshi? Wo ist sein Hundi? Ich höre ihn noch. Ich glaube, der ist hier ganz oben. Yes, er war hier da ganz oben. Okay, okay, renn. Renn wie ein Irrer. Renn, 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 renn. Mach alles kaputt. Ab ins Ziel. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Oh mein Gott, es ist hier. Yes. Da, da, da. Wir haben da das Ziel erreicht. Ja. Dieser Dino-Kopf sieht immer noch so seltsam aus. Aber wir haben alles! First try! Nice, man! Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. So. Bevor wir die Questsuche machen, werden wir natürlich erstmal das Level noch rückwärts machen. Skelettosaurus Wrack rückwärts. Wir haben 4 Minuten Zeit. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so ein Weglauf-Level so wie letzte Folge. Ja, macht Sinn.
Wir bleiben gespannt. Aber ich habe das Gefühl, wir werden trotzdem weglaufen. Habe ich recht? Ja. Ich habe recht. Verdammt! Okay, wir müssen keine 100% sammeln. Nur die Poochies. Also muss ich ein wenig leise sein mit diesen Missionen, weil ich will ja die hören. Wie die rumschreien, so bell. Bau, 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 bau. Dann bin ich... Ah, oh, da, ich höre ihn, ich höre ihn. Wo denn, wo denn? Da oben! Was? Ich hab ihn. Okay, der hatte voll Angst. Habt ihr gesehen? Der hatte voll Angst, der Arme. Ja, keine Ahnung. Ja, kein Wunder. Ich hätte auch Angst hier bei so einem Riesen-Dino. Der will jetzt wieder seine Rache, aber der kriegt seine Rache nicht. Das lasse ich nicht zu. Und wir haben 4 Minuten Zeit. Ich frage mich, warum. Das ist ja ein Scrolling-Level. Warum hat man denn überhaupt Zeit? Hm. Vielleicht ist die Zeit einfach 1 Minute mehr, als das Level ist oder so. Damit man es auf jeden Fall schafft. Ich weiß es nicht. Oh Gott, er wird wütend. Was ist das? Das ist ein Leben. Okay. Ganz ruhig. Ich höre ihn. Da oben. Oh Gott, er hat mich fast getroffen. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Und der Schallgeil. Oh mein Gott, ich wäre fast in ihn reingerannt. Okay. Hey, das macht aber mehr Spaß als das normale Level, finde ich. Also ich habe bisher viel mehr Spaß als im normalen Level. Man kann ja nicht durchschießen, das regt mich auf. Wie hätte man da hochkommen sollen? Oder ist er... Ach so, warte, von hier aus. Stell dich vor, da oben wäre er jetzt gewesen. Das wäre eigentlich ein gutes Versteck gewesen, finde ich. Da war es ein Versteck. Guter Ort, ihn hinzuplatzieren. Ich dachte mir so, habe ich ihn gerade gehört? Ja, habe ich. Nein. Aber ich treffe ihn nicht. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, ich hab ihn. Okay, okay. 2 Minuten noch. Wo ist das Ziel? Oh Gott, nein, nein, nein. Wow. Damn, ich mach's immer so knapp. Okay, wir haben alle. Jetzt nur noch schnell ins Ziel, bevor die Zeit ausgeht. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Yeah. Ich bin so ein Walmer. Richtig cooles Pokémon, das Spiel. Und mein Satz hat gerade gar keinen Sinn ergeben. Aber so kennt man mich. Ich brauche keinen Duden, damit ich Sinn mache. Der arme Schalkei. Komm, ich helfe dir. Wir nehmen ihn einfach mal mit in unser Abenteuer, würde ich sagen. Oh Gott, der ist so schnell, der ist so schnell. Kommt ja auch mal das Ziel? Ich habe Angst, dass ich den Poochie irgendwie verpasse. Ich will Schnuffelchen nicht verpassen, du. Oh, hier ist, glaube ich, Ziel. Oder ist jetzt ja die Hälfte erst? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ziel. Hallo? Ziel? Oh, hier. Nice. Okay, ist tatsächlich so, wie ich es gedacht habe. 1 Minute mehr, oder fast 1 Minute mehr Zeit. Nice, auch fürs Try. Wir sitzen gut heute, yeah. Das freut mich. Vielleicht habe ich heute einen guten Tag, und wenn das so ist, dann werden die nächsten Folgen alle richtig skillhaft. Und das wäre doch geil. Yeah. So, aber jetzt heißt es, die Quests machen. Und wenn wir dann noch Glück haben, noch Zeit haben, dann machen wir schon das nächste Level. Dort rechts. In dieser... Was ist das nächste? Ist das wieder so ein... Es sieht mehr aus wie Gebirge als Eis. Ich wollte gerade sagen, es ist wieder so eine Eiswelt, aber ich glaube, das ist mehr Gebirge. Aber ich sehe gerade, da gibt es nochmal 2x Dschungel oder sowas. Oder 3x. Alles ist so Dschungel-Theme danach. Krass. Okay, das werden wir uns dann noch später noch ansehen. Erstmal auf der Suche nach diesem Wunderstückchen hier. Hey, das sieht eigentlich voll geil aus. Hey, das sieht voll nice aus. Ich mag das. Das ist cool. Gucken wir uns das mal an. Und es ist direkt am Anfang des Levels. Oder ungefähr am Anfang des Levels. Hier an dieser Stelle. Also du müsstest am Anfang des Levels einfach nur ein wenig nach rechts laufen. Dann sollte man das schon im Hintergrund finden. Ich habe natürlich in dem Moment nicht auf den Hintergrund geachtet. Beziehungsweise allgemein in diesem Level nicht auf den Hintergrund geachtet. Deshalb habe ich es nicht gefunden. Weil ich wollte ja lieber die Poochies suchen. Die kleinen Poochie-Pups. Aber jetzt haben wir es. Und zumindest war es ganz am Anfang. Deshalb war das jetzt keine große Kacke, sag ich mal. Yeah. Ja, ja, das wirkt Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich brauche 3 Kamele. Auf der Rückseite des Skelettosaurus-Gebiets sah ich 3. Bitte alle sammeln. Okay. Hier. Auf der Rückseite hier von
Dieses Kamel. Ja, zumindest die Seite vom Kamel. Okay. Das erste ist hier. Nach dem ersten Poochie-Pup. Der zweite befindet sich hier nach dem dritten Poochie. Der dritte ist hier, kurz bevor der ausrastet. Yeah. Echt ziemlich einfach versteckt an diesem Punkt. Die waren zwar ein wenig so ganz im Hintergrund, so dass die nicht auffallen. Zumindest der erste, der war so im Hintergrund, dass er nicht auffällt. Und dann konnte man auch erst so richtig sehen, wenn man schon die Hälfte weg ist. Sage ich mal ungefähr. Aber an diesem Punkt des Spiels hat man das eh schon alles raus, dass es sowas auch gibt. Von daher war es kein Problem für mich. Ich brauche ein Juwelenmonument. Und die wissen auch alle, wo es ist. Deshalb werde ich das nur kurz reinschneiden. Wir haben alles gesehen. Wir dachten alle, dass das irgendwas wäre. Alle. Es gibt viele Monumente nebeneinander, aber nur eines mit einem Juwel. Jupp. Hier ist es nämlich. Es ist klar wie Kloßbrühe, das Ding hier. Problem ist jetzt nur gerade, dass ich nicht weiß, wie ich da rankomme, weil mein Helm dran ist und ich so nicht schießen kann. Ich glaube, ich muss Backtracking machen, oder? Oh Gott, daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht kann man das nur bekommen, wenn man den Helm nicht aufhat. Oh, oh, oh. Oh, ich glaube, hier ist sogar schon das Ziel. War da nicht irgendwas? Das Level doch so oft gespielt. Komm da. Muss ich mich doch irgendwie dran erinnern können. Oh Gott, ja, okay. Man darf das nicht anziehen. Okay, so wie gesagt, das hier ist klar wie Kloßbrühe. Nur das einfach nicht annehmen. Oder auf den Kopf setzen. Und dann einfach das hier im Hintergrund abschießen. Kein Problem. Nur finde ich es vielleicht ein wenig gemein, dass sie das so gemacht haben. Dass wenn du etwas weiter vorgehst mit dem Kopf schon an, dann ja, das ist verkackt. Warum kann man überhaupt, wenn man den anhat, nicht schießen? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Aber okay, ich kann ja nichts entscheiden. So, noch eine Bitte. Ich brauche eine Lächelpyramide. Sie ist in den Skelett Sarusrin, aber man sieht ihr Antlitz nur auf der Rückseite. Antlitz? Habe ich auch noch nie gehört. Das Spiel ist für Kinder. Du, 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 du. Was, echt? Okay, ganz am Ende des Levels kann man diese Pyramide finden. Und an diesem Punkt bin ich angelangt, wo ich sage, warum kann ich nicht einfach alle Quests auf einmal an mich nehmen und das Level dann nicht fünfmal durchmachen, sondern vielleicht nur zwei, dreimal. Und ja, okay, fünfmal vielleicht nicht, sondern anstatt fünf, gefühlt zehnmal einfach nur so zwei, drei Male durchmachen, weißt du? Ich finde das, was ich gerade gesagt habe, viel besser als wie es wirklich ist. Und noch was. Ich benötige 4 Kaktusfelsen. Man sollte einen Schädel tragen, aber so kann man keine Eier werfen. Ja, schön, dass du mir das erst jetzt sagst, nachdem man eine Aufgabe gemacht hat, wo man das, ja, ihr wisst alle, was ich meine. Gut, erstes Problem hätten wir am Anfang des Levels. Wir müssen den hier nehmen, gezwungenermaßen. Aber wenn wir hier die kaputt machen, dann können wir, ups, von hier oben runterfallen und dann haben wir ihn nicht mehr. Dann können wir nämlich hier durch. Dann ist es wichtig, denn der erste ist direkt hier am Anfang des Levels. Den sehen wir gleich. Ich muss nur kurz tricksen, damit ich hier hochkomme überall. Das sollte aber einfach sein, hallo. So, dann können wir hier eine Stampfattacke machen. Und warum auch immer die jetzt nicht kaputt gegangen sind. Aber hier ist der erste. Und der zweite kommt sofort danach. Einen Moment. Der zweite kommt so ziemlich direkt nach dem ersten. Hier beim ersten Checkpoint nach links gehen. Da ist er. Ach, und was ich vergessen habe zu sagen. Man kann doch einfach so machen. Das habe ich vorhin irgendwie nicht gecheckt. So, nach diesem Checkpoint seht ihr auch schon, wo denn der nächste sich befindet. So, können wir hier irgendwo ein Loch kreieren, damit wir da rankommen. Ansonsten, hier ist er. Also ansonsten renne ich einfach kurz zurück. Geht das? Ja, komm, wir machen das mal kurz. Ich glaube, man... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man muss hier einfach zurückrennen. Den, wie ich es euch gerade gezeigt habe, hier ablegen lassen. Und dann den Steinchen abwerfen. So. Okay, wie ich herausstellte, habe ich wohl nur auf den Hintergrund geachtet und nicht auf den Vordergrund. Denn hier an dieser Stelle gibt es diesen hier und der dritte war in Wahrheit der vierte und ich habe vergessen, das aufzunehmen, deshalb habe ich ihn schon abgeschossen. Sorry, sorry, sorry. Aber da haben wir ihn und da haben wir alle mit. Yeah.
So, wenn es die letzte Quest war, dann können wir jetzt noch ein neues Level sehen. Komm, sammel das mal alles. Bitte, ich habe keine Lust mehr. Aber noch eins, ja. Ich benötige 3 Yoshi-Statuen. Wir wissen alle, wo sie sind. Auf der Flucht vor dem Skeletosaurus sah ich sie. Sind aber schwer zu kriegen. Echt? Sind sie das? Das wollen wir ja mal sehen, du. Nichts ist schwer für einen Yoshi. Hier wären direkt am Anfang des Level 2, aber zählen die? Nee, die zählen nicht. Wir brauchen welche, die die Hände nach oben halten. Okay. Der erste ist hier. Der zweite ist hier. Und der letzte ist hier. Ungefähr gegen Ende, würde ich sagen. Okay. So, und ich denke, es wird auch jetzt mal Zeit, mein Outfit mal zu ändern, weil ich hatte das jetzt die ganze Folge lang hatte ich nur dieses Outfit an, deshalb müssen wir es mal ändern. Das wollte ich sagen. Ich kann nicht reden. Mann. Ich hasse es. Oh, es war's. Juhu! Das heißt, es gibt noch ein Level für uns zu sehen. Juhu! Hurra, alle Gänseblumen in Dino-Wüste gefunden. Ja, da würde ich auch Hurra sagen. Aber erstmal sage ich Hurra zu unserem neuen Outfit, das wir uns jetzt anziehen. Mit X kann man anscheinend Favoriten wählen. Cool. Wir nehmen einfach mal die Kuh. Den Büffel. Wir kennen die nicht. Den guten alten Büffel. Ja. Let's go. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich da nur 10 Gänseblumen. Ja, ich habe natürlich 10. Ich habe sogar 230, aber ich gebe jetzt nur 10, weil du hast gesagt, du brauchst 10 und nicht mehr. Danke, es geht mir schon viel besser. Ah, es ist eine Wolkenwelt, glaube ich. Okay. Yo, das sieht nice aus. 3 Level. Hey, Hochland, herzlich willkommen. Ja, das sieht doch nach was aus. Vielleicht werden wir die Welt sogar nächste Folge schon beenden. Ich glaube zwar nicht, aber mal gucken. Und wir fangen natürlich jetzt noch sofort an mit einem Match-Level. Flughöhenflug. Was? Flughöhenflug? Match? Oh mein Gott, wir steuern ein Flugzeug? Hell yeah! Alter, da bin ich jetzt da voll dabei. Das ist ja wie diese eine Verwandlung in Yoshi's Island. Das war cool. Das war zwar ein Propeller, oder nee, ein Propeller, was heißt das? So ein Helikopter-Propeller-Ding, keine Ahnung. Aber egal. Und unseren Buffalo müssen wir dann, können wir dann erst in der nächsten Folge richtig sehen. Aber guckt euch mal diese Stadt an. Die Stadt sieht nice aus. Flughöhenflug, Match. Zerplatze die Ballons und gib nebenbei den Scheigeist richtig auch ordentlich eine mit. Okay. Siehst du auf dem Bug der Maschine? Achso, stehst du auf der Vorderseite oder auf der Hinterseite? Sinkt sie. Siehst du, stehst du auf den Heck? Steigt sie. Ja, was auch immer. Okay. Damit können wir also so wechseln. Wahrscheinlich für später dann noch gut, um die Blumen zu finden. Denn es gibt ja 5 Blumen. Zusammen mit alle Leben, alle Red Coins und 100 Münzen sammeln. Ja, ist 100 Münzen haben wir es eh immer. Auch zu viel zu einfach. 40 Ballons müssen wir zerplatzen, damit wir alles haben. Oh Gott. Das sind wahrscheinlich ja wieder alle. Let's go. Achso, es geht schon von alleine los. Wow, wow. Yo, das ist ja richtig cool aufgebaut. I like this. Ah, ich verstehe schon. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, das ist aber ein wenig schwer. Hier alle Red Coins zu sammeln. Oder findet ihr etwa nicht? Okay, nach oben. Münzen sind nicht wichtig. 100 Münzen. Wir haben jetzt schon die Hälfte, ey. 100 Münzen ist immer viel zu einfach. Das ist so ein Kritikpunkt von mir. Okay, aber das ist eigentlich ganz cool bisher. Ich mag das. Ich bin ein richtiger Fan jetzt davon hier. Mir gefällt das hier voll. Oh Gott, ich bin irgendwie nach unten gesunken und da fliegt ein Ei. Das nehmen wir uns mal. Den essen wir auch nochmal. Okay, wir haben's. Nein, 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 nach unten, nach unten, nach unten. Nicht in die Bombe, nicht in die Bombe. Verdammt. Und da waren Red Coins. Wir haben's noch bekommen, wir haben's noch bekommen, Leute. Wir haben's noch bekommen. Und wir haben aber den nicht bekommen. Warum haben wir den nicht bekommen? Und warum bin ich jetzt weggeschleudert worden? Ich verstehe das Level nicht. Und ich muss mein Outfit ändern. Das war dumm, dass ich jetzt den Büffel genommen habe. Oh Gott. Das war's? Nee, okay. Ich dachte gerade. Hä?
Was ist das für ein... Okay, also der Aufbau von... Also das Prinzip meine ich. Das Prinzip vom Level ist cool. Hm? Das ist recht cool. Oh Gott. Aber wie das Level gemacht wurde... Was wieso? Das stelle ich mir gerade die Frage. So, wieso? Habe ich überhaupt genug Eier? Oh, ja, hätte ich gehabt, aber... Okay, das Level ist tatsächlich schwer. Also ich sehe es als schwer an, das Level. Und ich glaube, ich habe irgendwas verpasst, oder? Achso, nach oben. Oh, ey, richtig irgendwie am Träumen hier bin ich. Oh Gott, nee, gib mir die Herzen. Ich brauche Herzen jetzt auch noch. Oh Gott, nein. Nach oben. Nein, nicht noch rein. Oh, mein Kostüm ist kaputt. Nach unten, jetzt nach oben. Okay, das ist echt schwer. Nein! Ich mach doch alles falsch irgendwie. Ach man, was ist denn das? Da muss man sich richtig konzentrieren bei diesem Level. Würde ich mal sagen. Nein, ich habe mich noch nicht... Ach was, das war doch gar nichts. Und das Level kann man gar nicht im First Try schaffen, weil das unten sind wahrscheinlich Red Coins. Cool. Das ist echt nicht cool, sowas. Level, die man nicht im First Try schaffen kann. Ich meine, weil so 3D-Plattformer ist das was anderes, aber bei einem 2D-Plattformer, da geht, kannst du sowas nicht machen, ganz ehrlich. Nein! So kacke! Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Okay, das war cool. Hm, die kriegen wir noch. Nein. Doch, wir haben 40. Was? Okay, die Ballons sind großzügig. Oh mein Gott, die Ballons sind richtig großzügig. Okay. Yes, ich mag das Level. Ich mag nur nicht, dass man nicht alles auf einmal haben kann. Das ist nervig. Ja, ich weiß ja, wo die eine Blume, oder? Doch, das war doch die eine, oder nicht? Ich habe doch eine nicht eingesammelt und das war doch die, die ich meine, oder? Was auch immer. Okay, uns fehlen 10 Red Coins, also gucken wir jetzt auf die Red Coins und dann haben wir eigentlich alles, ne? Wir brauchen nur die Hälfte aller Red Coins nochmal. Aber das Level hat echt Spaß gemacht. War bisher das beste Badge Level, finde ich. Ja, gerne nochmal. Man könnte jetzt schon die Rückseite machen, aber das machen wir natürlich nicht. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Aber in der nächsten Folge konzentrieren wir uns erstmal, die nächsten beiden Level durchzumachen. Und jetzt halt nur noch hier 100%. Ja. Yahoo! Okay, wir haben also schon mal alles außer zwei Blumen so gesehen. Also okay, auf die Münzen. Ballons sind nicht wichtig. Das ist echt cool gemacht und die Stadt vor allem im Hintergrund, die mag ich. Die ist echt cool. Hier Münzen. Nach oben, bitte Münzen. Lalalalalala. Ich bin dein Münzgeier, man kennt mich einfach. Ich bin der Münzgeier, Mike. Ich bin hier, weil ich Münzen brauche. Yeah, Münzen, die sind so cool. Die sind sogar cooler als ich. Ist ja auch nicht schwer. Man kann auch die Scheigers einfach essen. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin, aber jetzt habe ich es gerade bemerkt. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Man kann doch einfach alles ignorieren. Und ich habe schon wieder was verpasst. Deshalb muss ich neu starten. Jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle und diesmal habe ich da alle gesammelt. Doch leider fehlen mir noch welche. Ungefähr 8 müssten es sein. Gerade weiß ich es nicht genau. Und ich merke es jetzt, dass ich kein Outfit mehr habe. So, jetzt sind wir natürlich wieder an dieser Stelle und haben sogar ein Outfit, damit wir das hier auch überleben. Ja. Das ist nämlich gar nicht so schwer, wenn man das genau sieht. Ich finde das zumindest eigentlich ganz cool. So schwer ist es auch eigentlich, wenn man sich konzentrieren kann. Das kann ich eigentlich auch, aber gerade irgendwie nicht. Ich weiß doch nicht wieso.
Doch jetzt werden wir uns zentrieren und alles sammeln. Wirklich alles sammeln. Wirklich alles. Ja, wirklich alles. Ja, ja, ja. Du, wow. Oh, wow. Oh, wow. Bitte sag mir nicht, hier gibt es noch irgendwas. Ich hoffe. Nämlich nicht. Aber ich habe jetzt nichts gesehen. Oder ich bin einfach blöd. Das kann auch gut sein. Nö, wir müssen an die Münzen. Denn wir wollen da natürlich alles. Nö. Da oben. Nice. Nach auch unten. Nicht getroffen werden. Ja, schnell nach oben. Nein. Yes. Yes. Nice. Das ist cool. Das ist super cool. Das eher nicht so. Oh, wow. Nein, die letzte. Als ob ich die letzte verpasst habe. Egal, dann können wir jetzt doch schnell die letzte Blume holen. Wir wissen ja, wo sie ist. Du. Die müsste jetzt sofort kommen, da oben. Da ist sie. Die ist einfach. Komm, die ist mega einfach. Ich habe einfach die Redcon verpasst. Okay, ich würde sagen, Leute, die werde ich dann jetzt offscreen nochmal nachholen. Dann werden wir in der nächsten Folge sofort anfangen mit den nächsten Leveln dieser wunderschönen, coolen, neuen Welt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Yoshi's Crafted World.